Liebe Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, ich heiße Juliana Treu und bin Referentin für Theologie, Spiritualität und Gesellschaftspolitik im Jugend- und Bildungshaus St. Augustin. Es freut mich, heute mit Ihnen die Gedanken zum Tag teilen zu dürfen. Der heutige Tagespsalm ist vielen von uns bekannt. Dort heißt es: Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Oft sind diese Verse auf Todesanzeigen zu lesen und damit verbunden die Hoffnung, dass Gott, der Hirte, uns nach unserem Tod wunderbar umsorgen möge. Doch der Psalm 23 will nicht bloß auf das Jenseits gerichtet sein. Gottes Fürsorge wird uns im Hier und Jetzt zugesprochen. Er will heute für uns Sorge tragen, so wie der Hirte für seine Herde Sorge trägt. Er will mit uns sein, ganz besonders in den Zeiten, die uns am meisten fordern und überfordern. In Zeiten, in denen wir an unsere Grenzen stoßen und die von Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit geprägt sind. Christinnen und Christen erinnern sich dieser Zusage Gottes auf ganz besondere Weise an Ostern, dem Fest der Auferstehung Jesu Christi und seinem Sieg über den Tod. Ostern ist jenes Fest, das den Kern der christlichen Religion bildet und in dem Gottes Liebe zu uns in einzigartiger Weise zum Ausdruck kommt. Durch die Hingabe seines eigenen Sohnes hat Gott uns Menschen von Sünde und Tod befreit. Der Osterbotschaft entsprechend lebt in mir die Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern das Leben. Getragen von dieser Hoffnung denke ich heute in ganz besonderer Weise an jene Menschen, deren Leben von Dunkelheit und Tod überschattet ist. An Menschen, deren Leben aus den Fugen geraten ist, die verzweifelt sind und keinen Ausweg mehr finden. Ihnen möchte ich ganz besonders zwei Gedanken anvertrauen. Zum einen den Vers aus dem Psalm 23. Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Sowie die Zusage der Osterbotschaft, dass der Tod nicht das letzte Wort haben wird, sondern das Leben. Möge uns diese Zusage Hoffnung und Kraft geben. Musik.